Mehr als 4 Meter groß, den Zeigefinger erhoben, blickt der goldene Erdogan hinab auf Wiesbaden und sorgt dort für Irritationen. So hätten sich bereits Bürger bei der Stadt beschwert. Nein, hier soll aber nicht dem türkischen Präsidenten gehuldigt werden. Aufgestellt wurde die Statue im Rahmen des Kunst- und Theaterfestivals Biennale. Der Streit ist dabei mit einkalkuliert. Es ist auf alle Fälle in Ordnung, Erdogan als eine kontroverse Figur zu begreifen und über die man hier in diesem freien Land sehr wohl diskutieren darf. Dass man das in anderen Ländern nicht darf, ist sehr bedauernswürdig. Hier in diesem Land kann man über diese Statue und auch über diesen Mann diskutieren. Und das wird getan, denn neben vielen Kritikern wollen sich auch einige Unterstützer Erdogans das kulturelle Highlight nicht entgehen lassen, wenn auch aus patriotischen Gründen. Ich komme ja aus der Türkei und das ist ja mein Präsident und deswegen finde ich das auch schön. Jeder kann seine Meinung einfach vertreten und ich vertrete meine Meinung. Das ist keine Meinung, das ist Provokation. Das ist der Mann, der hat wirklich hunderte von Menschen auf dem Gewissen. Ja? Und ja, man wissen Sie aber auch warum? Warum? Ja. Was warum? Ja, also warum hat der Menschen umgerissen? Weil er sich die Macht erschlichen, erkauft oder erlogen hat. Wie denn? Ist ein Diktator ist der Mann. Haben Sie Beweise? Aus Künstlersicht dürfte man das dann wohl als Erfolg betrachten. Für die Wiesbadener Stadtverwaltung kam der präsidiale Besuch indes überraschend. Ihr war im Vorfeld zur Genehmigung lediglich die Aufstellung einer so wörtlich menschenähnlichen Statue vorgelegt worden.